Hey. Heute bauen wir unsere neue Pflanzenanlage auf. Das ist sie schon, riesige Dinger hier. Das ist eine Hälfte davon. Wir haben das Ganze zweimal, also insgesamt sechs Teile. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, sie sind schon ein paar Tage hier. Ich bin ganz gespannt, wie sie aussieht. Und ich denke, damit fangen wir direkt an. Erstmal auspacken, Zeug runter und reingucken. Erste Anlage ausgepackt, Horrorarbeit. Ich denke, damit es nicht so langweilig wird, ich habe eine Idee. So, fertig, ne? Gut, wir müssen das noch fertig ausrichten. Zuck, zuck. Ich glaube aber, die müssen noch einen Ticken rüber. Und Leute, nur einmal für den Flex, okay? Nur so, weil ich es geil finde. Und dann steht schon unsere kleine Wand. Also kurz zur Information, das Ding hat jetzt hier 6 Meter Länge. Es ist 80 cm tief, 1,90 hoch. Was haben wir ausgerechnet? 300, ne? Ja. Waren es 300? Adi? 300 Töpfe? Wir hatten vorhin gezählt, ne? Okay, ich zähle nochmal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mal 4 sind 40, sind 76. Und hier unten, oben hatten wir 118. Also wir haben jetzt hier knapp 200 Töpfe pro Abteil. 6 Abteile, 1200 Töpfe, voller Ausfall, Gas. Ich finde es richtig gut. Das Schöne ist vor diesem ganzen System, es gibt eine Sprühanlage, die die Pflanzen quasi im oberen Bereich nass spritzt, weil hier stehen die nur ganz bisschen im Wasser. Kann man sehen, Wasser läuft hier oben ein später, läuft dann über die Kaskaden so runter, bam, bam. Und dann werden die schön mit Wasser versorgt und oben werden sie immer nur nass gesprüht, dass die immer richtig schön sind. Hier vorne gibt es trotzdem noch ein kleines Aquarium, quasi für die richtigen Unterwasserpflanzen, Nymphaea, Vallisneen und so weiter. Die können wir dann hier unten noch präsentieren. Und, Moment, es sieht vielleicht jetzt gleich ein bisschen blöd aus wegen den Lampen, die wir aufgebaut haben, aber ich muss euch einmal ganz kurz den View zeigen. Oder wollen wir das nicht machen? Doch, das zeigen wir. Ja, das zeigen wir. Ne? Okay, komm mal mit. Also wir sind jetzt gucken, wir gehen jetzt hier rein. Zack, und, zack, zack. Und Jung, bei dir alles so klar? Ja. Und dann geht ihr halt noch da rum und dann zack, gibt es den Blick. Also das ist so die Idee dahinter, dass wir gleich einmal so eine schöne grüne Wall haben, also eine richtig fette grüne Pflanzenwand, wo dann hoffentlich alles drin ist, was es so gibt, was das Herz begehrt. Jetzt würde ich aber ganz gern erstmal Licht drauf bauen, damit ich euch gleich noch die ganzen Details zeigen kann. Ich glaube, ist aber mittlerweile cooler. Ich hole schnell Licht und natürlich auch da wird es immer speziell. Ihr seht es gleich, was wir machen. Fancy. Muster. Dum, 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 dum. Ihr wisst auf jeden Fall, mein Partner Shihiros, geile Anlage, braucht geile LEDs. Und es gibt für mich aktuell nichts Dickeres als die Universave RGBs. Und weil wir ja 6 Becken haben, die 80 cm tief sind, brauchen wir natürlich 2 Stück pro Becken. Und die 12 bauen wir jetzt da oben ein. Ich würde aber trotzdem mal ganz, ganz kleinen Überblick über die Lampe geben. Ich habe ja schon ein gutes Video dazu gemacht. Video von Beschreibung verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Aber trotzdem. Einmal kurz die Lampen. Ne? Und ihr wisst, alle hier gezeigten Produkte könnt ihr auf zoobox.de finden. Auch diese tollen Pflanzenanlagen. 4 Monate Lieferzeit, aber fracht durch. Ne? Also kurzer Überflug über die Lampe. Ist eine WRGB-Lampe, bedeutet W weiße Chips und RGB-Chips drin. Super genial. Ihr kennt die. Shihiros hat die immer wieder weiter verbessert. Sie ist wasserdicht. Und dafür, deswegen ist sie hier ziemlich geil. Ich kann sie über die Konnektoren schön miteinander verbinden, sodass ich nachher gleich eine dicke, fette, lange 6 Meter Lampe da drauf liegen habe. Und da ist sie schon. Es ist wirklich so eine schöne Lampe. Und ich finde, die ist zwar schwarz, leider gab es die Anlage nicht in schwarz, aber dieses Space Cray, was ich hier habe, passt auch sehr schön. Die Lampe geht dann schön hier oben unter. Das ist der Plan. Hier soll die nachher so schön drauf. No? Jo, das müssen wir jetzt machen für alle Lampen. So, einmal kurz Hütchen rausziehen. Ja, guck, ob du schön filmen kannst. Cool, hast du Hütchen mal. Also, hier oben sind überall so kleine Öffnungen drin. Das ist auch damit, also so eine gewisse Zirkulation stattfindet. Also, könnt mal kurz hinterkommen. Es geht ja darum, dass wir das oben besprühen. Es darf nicht so eine ganz krasse Luftfeuchtigkeit da drin sein. Und dann ist praktisch hier eine Belüftung. Kennt man von der Terrariumgeschichte auch. Und dann ist das hier natürlich oben offen, damit das auch eine Art Zirkulation geben kann. So, aber auf diese Öffnungen genau kommen auch die Lampen. Und die passen wie eine Faust aufs Auge. Schau. So, das Ganze ganz schnell. Letzte Lampe wird angeschlossen. Ich möchte jetzt aber auch nichts hören. Ne? Das wird noch professionell geregelt, aber ich bin kein Elektriker.
Deswegen mache ich das nur fürs Video jetzt mal so, wie ich das mache, okay? Wie lange hast du dich schon gefreut auf die Anlage? Hat sie den Finger gekribbelt, sei mal ehrlich. Also gesehen im März das erste Mal, bestellt Ende April und bekommen jetzt Ende August. Also es hat sehr gekribbelt. Und ich habe auch richtig Bock, weil das ist so noch so eine schmerzhafte Sache, weil eben unsere aktuelle Pflanzenanlage nicht so richtig gut gefällt. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, Licht ein, wa? Würde ich auch sagen. Eieieiei. Okay. Man muss sagen, Thomas sieht es gerade auch zum ersten Mal. Ne? Also ja, es ist wirklich nicht fake. Wir haben gesagt, ey, wir wollen das aufnehmen. Und ich sag mal so, Thomas... Willst du mal dahinter gehen? Boah, es sieht schon... Jetzt haben wir die Lichter auch ausgeschalten, ne? Da wirkt es noch mal krasser. Eieieiei, doch. Jetzt stell dir vor, das ist alles schön grün und fresh und besprüht und so. Hast du Bock drauf, ne? Ja. Willst du den Leuten mal sagen, was wir auch planen, wohin wir gehen für die Pflanzen? Pflanzen holen wir in der Großgärtnerei. Da fahren wir extra nach Holland zu unserem Pflanzenlieferanten. Und dann können wir in der ganzen großen Hallen werden wir uns die Pflanzen bestücken dafür für diese Anlage. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das wird richtig, richtig cool. Man muss sagen, es sind echt schon viele Projekte geplant für die nächste Zeit. Ne? Also wollen wir so viel spoilern? Nee, ja, gut. Man kann spoilern, dass wir viele Projekte haben. Man sieht es ja leicht auch schon im Hintergrund, dass da was kommt. Ne? Also sind ein paar Sachen da. Aber ganz wichtig, wir machen ein schönes Event im Ende September. 28. September hier in Remscheid. 2 Tage voll Halligalli. Wir werden Livestream sehr wahrscheinlich. Wir werden verschiedene Workshop-Leiter da haben. Wer das genau sein wird, das kommt noch. Das ist noch nicht 100%, das ist so 98% safe. Die werde ich euch noch bekannt geben. Aber saved euch das Date. 27.28.09. auf den, wie nennen wir das jetzt, auf der Aquacon. Aquacon, hier bei uns in Remscheid. Also wir werden einfach so eine kleine Hausveranstaltung hier machen. Schöne Rabatte, geile Workshops, schöne Aquarien, coole Leute und alle, die Bock haben, kommen einfach vorbei. Aber denkt dran, ich habe nicht so viele Parkplätze. Park im Allee-Center. Wolltest du was zur Anlage sagen, oder? Genau, jetzt gehen wir auch wieder zurück zur Pflanzenanlage. Also jetzt sieht man das auch ein bisschen besser vielleicht. Wir haben also so ein schönes Kaskadensystem. Das heißt, hier unten ist ein dickes Glasaquarium drin, Filteraquarium. Hier unten sind 2 Filter drin. Einmal für die Kaskaden. Also diese Pumpen machen das hier. Ja, einmal für die Kaskaden nach oben, einmal für den vorderen Bereich als Filterbecken. Und das hier ist der Ansaug für die Druckpumpe. Die praktisch diese ganzen, hier oben kann man das ein bisschen sehen, sind so Sprüheinheiten drin, die das Ganze einfach schön besprühen sollen. Ich würde sagen, wir lassen mal so Wasser rein, oder? Ja. Wollen wir mal eins befüllen? Eins befüllen? Ja, also wir sind, wie viel haben wir es? 1 Uhr? Ja. Ja, 1 Uhr, Leute. Wir haben das ein bisschen, oder ich habe das ein bisschen krass unterschätzt. Wir haben ja auch erstmal 5 Stunden gebraucht, um diesen scheiß Holz abzubauen. Willst du gut sagen, was Nein, du... Nein, wollen wir sagen? Sag es. Okay, also ihr habt ja diese fette Vertäfelung gesehen, wo für euch nur so ein Schnipper war. Für uns waren das 5 Stunden ungefähr, weil wir, keine Ahnung, wo sind, die sind draußen, scheiße, weil wir einfach 2 Kilo Schrauben rausgeschraubt haben. Und bei der vorletzten oder bei der letzten, ich weiß nicht mehr genau, haben wir festgestellt, theoretisch, hätten es 12 Schrauben pro Ding gelöst und wir haben irgendwie 60 Schrauben pro Teil rausgeschraubt. Also ziemlich viel Zeit gewastet. Also wir lassen das jetzt volllaufen. Ihr werdet es wahrscheinlich in dem nächsten Video sehen, wenn wir zum Menschen fragen. Was ist das aussuchen? Richtig. Wenn ihr dabei sein wollt, liken, subscriben, abonnieren und Ali folgen auf jeden Fall. Wer es noch nicht gemacht hat, Insektenhaus Ali und Kiwi folgen. Nico folgt allen folgen. Allen folgen. Allen in der Videobeschreibung immer folgen. Einmal allen. Ist gut.